Ey Leute, lasst mal eine Mutprobe machen. Okay, dann lasst mal den Herrscher fragen gehen. Hallo Herrscher, wir möchten eine Mutprobe machen. Wie, ihr wollt eine Mutprobe machen? Könnten Sie uns einen Rat geben, wo wir die Mutprobe machen könnten? Ich habe eine Mutprobe für euch. Geht zum Vulkan und klettert auf ihn drauf, wenn ihr euch das traut. Aber seid vorsichtig und nehmt niemals eine Zitrone mit. Okay, dann gehen wir jetzt los. Endlich sind wir gleich angekommen, nach 5 langen Tagen. Und das Einzige, was wir noch haben, ist nur noch diese große Zitrone. Denkt ihr, die reicht für uns alle? Aber natürlich reicht die Zitrone. Guckt sie dir doch mal an, wie groß die ist. Hört auf zu streiten, sonst kommen wir gar nicht mehr an. Da hast du recht, dann gehen wir mal lieber los. Kommt, Leute. Komm, Leute, weiter geht's. Ich sehe den Vulkan schon fast. Hier, nimm die Zitrone. Ah! Oh nein, wir müssen schnell hier weg. Hallo, hilf mir jemand. Oh nein, die hören mich nicht. Okay, habt ihr zumindest was. Jetzt könnt ihr eure Story. Guckt mal da oben, Leute. Danke, dass du mich gerettet hast. Warum bist du nicht hinter uns hergelaufen? Weil ich hingefallen bin und ihr habt mich nicht mehr gehört. Kommt, Leute, wir gehen zum Herrscher und erzählen ihnen die ganze Story. Und wie war es bei einem Vulkan? Ganz in Ordnung. Am Ende ist uns aus Versehen eine Zitrone in den Vulkan reingefallen. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt keine Zitrone mitnehmen. Das war das letzte Proviant, was wir mit hatten. Wir hatten sonst nichts mehr und wir wollten den auf dem Vulkan essen und dann ist er uns reingefallen. Ist denn jemandem was passiert? Nur Blaui ist hingefallen, aber der Drache hat ihn gerettet. Wirklich? Der Drache hat ihn gerettet? Zeig ihn mir mal. Ich bin ein netter Vulkangeist. Das glaube ich dir. Danke, dass du Blaue gerettet hast. Kein Ding. Ich flieg wieder los. Ich muss sagen, warum dieser Vulkan ausgebrochen ist. Okay, wartet. Ich komme runter mit meinen Sachen. So, jetzt habe ich eine Schüssel geholt. Da kommt jetzt noch Zitronensäure und Natron rein. So, jetzt habe ich Natron und Zitronensäure da reingetan. Jetzt kommt noch Wasser dazu. Jetzt. So, jetzt blubbert es und genau das passiert, wenn dort eine Zitrone reinfällt. Echt cool, dass sie sowas wissen und es uns gesagt haben. Sowas werden wir nicht nochmal machen. Kein Problem, dass ich euch gezeigt habe. So, ich gehe jetzt wieder hoch zu meinem Thron. Lebt wohl und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Tschüss! Jetzt wird dort Zitronensäure reingefüllt. Jetzt wird es noch Natron hinzugefügt. Jetzt schrauben wir die Marmeladenglas mit dem Zitronensäure und Natron zu. Und jetzt graben wir das Marmeladenglas in den Sand. Mit dem Sand bauen wir den Vulkan und so, dass man das Marmeladenglas nicht sieht. Ich versuche jetzt mit Sand oder mit Steinen den Trichter zu verdecken. Und drumherum kommen dann noch Steine, damit es auch wirklich aussieht wie ein richtiger Vulkan.